Ja, wir sitzen hier mit Nico vom Team GVM. Er hat beim OTS-Turnier gewonnen. Was hast du denn gespielt? Ich habe Windwitch, Eidolon, Artefakt gespielt. Okay. Wie bist du gegangen? In den Vorrunden zu 0, und also 5-0, und dann in den Top 4 zweimal gewonnen. Alles klar, dann zeig uns doch mal dein Gewinnerdeck. Jo, also fangen wir mit dem standardmäßigen Zeug an. 3 Alistar der Beschwörer, den musst du auch 3 spielen, alles andere wäre schlechter. Muss ich auch nichts zu sagen, ist Standard. 3 Windwitch, also Windhexe, Eisglocke. So, dann 2-mal die Glashexe. Dann 1-mal die Level 1er, die man für die Crystalline Combo braucht. Ist auch Standard. Auf alles weitere, wenn man sie mehrmals spielen würde, wäre schlechter in meinen Augen, da die auch richtig bricken kann. Weil ohne die ist die scheiße. 2 Artefakt Sensen gespielt. Und also halt gegen Zodiac, halt gegen alles, was aus dem Extra-Deck ist, ist es halt richtig stark. Und 1 Muratak, falls du mal irgendwas clearen musst, was dich stört. Noch für Draw Engine Max 10. Standard dann noch 2 Ghost Ogre. So, dann kommen wir jetzt zu den Zauberkarten. 3 Magical Meltdown, das ist Standard. Such den Alistar und den Alistar willst du eigentlich immer haben. Und ja, und es ist auch richtig gut, dass deine Summoning nicht negiert werden kann und dass deine Fusionsbeschwörung auch nicht negiert werden kann. Das ist schon sehr stark. Dann 2 Summoning. Bloß auf 2 reicht auch vollkommen aus. 3 wäre zu viel, 1 ist zu wenig. Dann 3 Landformen, um den Magical Meltdown zu suchen. Das ist sehr, sehr wichtig. So, dann habe ich noch was gespielt. Das spielt, glaube ich, so fast keiner, wie ich gesehen habe. 2 Instant Fusion. Die ist halt sehr gut. Und weil du kannst halt, entweder wenn du mal auf 4er Exit Play gehen willst, ich spiele auch ein 4er Exit, auf Noden halt gehen und dann halt Alistar wiederbeschwören zum Beispiel. Oder halt Synchro Play mit der Glasbill im Friedhof auf Stardust Dragon zum Beispiel. Und ja, aber das Beste ist, dass du damit den Ragen beschwören kannst. Und wenn du den Ragen dann selber boxst, dann bleibt er einfach am Leben. Dann kriegst du sozusagen einfach ein kostenloses Fusionsmonster for free. Das finde ich halt schon sehr stark. Ich verstehe auch nicht, warum das keiner so spielt, also ich finde das sehr gut. Und ja. So, dann hat noch 2 Zauberstab der Wunder. Die habe ich halt wirklich immer rausgebordet, wenn ich im Game 2, wenn ich immer Second gehe, weil wenn du Second gehst und du sie hast, ist sie nutzlos. So, dann ein Upstart für Konstanz. Und auch ein Target zum Rausbauen in Game 2, baut man immer raus. Scheiße, in Timeout zum Beispiel. Ein Rageki für Board Clear. Würde ich auch sagen, ist auch Standard inzwischen. Dann 2 Twin Twister. Kommen wir zu den Twine-Karten. Erstmal zu der besten. 3 Artefakt Heiligtum. Dann habe ich noch gespielt 1 Strike. Dann die beste Trap. Also die 2 beste Traps sozusagen. Die beste Trap, je nachdem, wie man sieht. Barrier. Das muss ich nicht zu sagen. Standard, Zodiac, Eidolon, alles. Verhindert alles. So, dann eine ernste Warnung, habe ich als 40. Karte reingemacht. Dann als letzte Karte die beste Trap der Welt, Lehre der Eitelkeit, muss ich glaube ich nicht so sagen. MVP, wichtigste Karte, beste Karte der Welt, beste Fallkarte der Welt, ganz ehrlich. Sie gewinnt Spiele, sie gewinnt einfach Spiele, ganz ehrlich. Also da habe ich gespielt standardmäßig einen Crystalring, ist klar, für die Combo, für den Crystalring, der nicht durch Kampfwechte zerstört werden kann. Nicht 2? Nicht 2, nein. Du kriegst auch nur einen hin. Du kriegst die Combo bloß einmal hin, in meinen Augen. Und wenn ich mal wirklich mal 2 machen sollte, dann mache ich noch einen Stardust halt. Also den Stardust will ich halt auch, aber der ist halt häufig bloß so, wenn ich halt mal mit Norden oder auf Glasbill gehen will, dann 8er Synchro machen möchte, der kann man ziemlich gut. Und okay. Der hat mir auch das eine oder andere Game gerettet. So. Dann ein Glasflügel, Stufe 7, Wind halt. Dann die Windhexe Winterglocke. Ragen, der beste von allen, musst du auf 3 spielen in dem Deck. Findest du, ist der beste oder ist es in deinem Deck der beste? In meinem Deck der beste. Ich habe auch häufiger Ding gestellt als den Mechaba, ganz ehrlich. Auch wenn der Mechaba eigentlich von der Theorie her besser ist, kommt der halt auch manchmal ziemlich gut, vor allem gegen Zodiac. Ganz ehrlich, gegen Zodiac finde ich, Zodiac ist der einfach besser. Ja. Und deswegen 3 ist Pflicht in dem Deck, das bin ich der Meinung so. Dann die Karte, die der Kameramann besonders liebt, Mechaba. Ich meine, die ist so krass gegen Fairy Tail Snow, ganz ehrlich, oder gegen Kirin. Das outet den einfach und banisht die Karte einfach. Ganz ehrlich, das ist so stark. Und Infernoid-Spieler hassen den, ganz ehrlich. Das ist einfach so. So. Dann kommen wir zu den nicht so wichtigen. Ein Pugatrio gegen Feuerlechsel. Dann einen auch nicht so wichtigen Kokytos. So, dann einen, den ich eventuell rauscutten würde, Kaliga. Der hat mich auch selber gelockt meistens. Und naja, das ist. Es ist zwar gut gegen DDD, wenn du halt manchmal den Nekrostein bändest,
Negrosteinbände, wenn du noch einen im Friedhof hat, aber brauchst es einfach nicht. Da gibt es viel bessere Antworten drauf. Naja, und jetzt der Erde-Typ, der ist halt auch gut. Also, dennoch als Instant-Fusion-Target ein Noden. So, das sind 15 extra. Ich habe gewundert, viele machen das so, dass sie alle Eidolon Monster im Extra-Deck spielen. Ne? Ich spiele alle. Ja, ich weiß, ich hab die immer reingestylt, wenn ich, was weiß ich, Finsternis gegen DDD oder Feuer. Naja, ich habe dafür keinen Platz im Sideboard. Ach so, alles klar, dann zeig uns doch mal dein Sideboard. Genau. Hier, halt Kaiju Engine, einen großen, den habe ich gespielt, bloß Lavintis und weil er 2-7 hat. Komungus, halt auch wegen Slumber wichtig. Den Gamis hier zusammen, wenn ich halt mal 2 Slumbers mache. Ist halt wichtig. Und dann zu den Zauberkarten. 3 Slumber. So, dann 2 Flying Sea, die nehme ich noch raus. Die sind total kacke. Die habe ich bloß gespielt, weil ich falls ich sie wirklich mal gebraucht habe. Aber ich habe sie halt immer, wenn ich gegen Solia gespielt habe, nie geboardet. Und dann 3 Artefakte und Linuspflanzen. Beste Karte einfach gegen Eidolon. Aktiviert die Invocation, also die Summoning, du aktivierst Lanze, nö, ist einfach negiert und Invocation ist im Friedhof, Alistair bleibt auf dem Feld und ja. Und gegen Inferno und ABC. ABC, also. Ich habe auch einmal gegen ABC gespielt in der ersten Runde, da habe ich die auch gewonnen, aber nie gezogen leider. Ja, auch gegen Fairytale, gut, klar, aber wenn ich sie dann aktiviere, kann er einfach unchain, ist auch scheiße. Und dann noch als letztes, also noch ein Ghost, den dritten Ghost Ogre noch, auf jeden Fall. Dann noch die letzten beiden Karten, die besten Karten im Side-Deck zurzeit finde ich, die beste Handtrap, Didi Crow. Richtig stark gegen Infernoid, am stärksten gegen Eidolon, wenn du einmal kannst, einfach die Fusion banishen im Friedhof, wenn sie die reinmischen wollen, ist halt richtig stark und das kann auch schon mal, und gegen Zoldyck auch, wenn sie halt mit der Tigris, also mit dem Tigermörser halt, sich den Raptor im Friedhof ranholen wollen, machst du einfach Crow, banisht einfach und dann ist der ganze Zug vorbei, ist theoretisch der ganze Zug vorbei. Ja. Dann, also so kann er nur noch Drenzia legen und das war's. Mehr kann er nicht mehr machen. Also mein stärkstes Matchup war eindeutig Infernoid, als ich gegen Lightsworn gespielt habe. Das hat mir halt auch richtig Spaß gemacht, immer Mechaba legen gegen Fairy Tail Snow oder gegen allgemein. Und naja, mein Gegner ist auch abgekotzt dagegen, habe ich gemerkt. Ja, das habe ich. Okay, möchtest du noch jemanden grüßen? Wen ich noch grüßen möchte, ist also mein Team GVM, also unsere Sponsoren, Ultimate Guard, Cut Market, Textildruck Wismar. So, wen ich noch grüßen möchte, ist meine Freunde von Team Family Force, den Burkhard und natürlich am meisten möchte ich auch grüßen meinen Gegner im Finale und meinen Gegner in der 5. Vorrunde, den Pascal Rütz. Hat richtig Spaß gemacht, gegen dich zu spielen. Ich spiele immer gerne gegen dich, bist richtig korrekter Dude und ja, ich grüße dich. Alles klar. Das wären alle. Gut, danke.